Eine Regenjacke, der Schaum aus einem Feuerlöscher, die Teflonpfanne. Viele Produkte des täglichen Gebrauchs enthalten PFAS, sogenannte ewige Chemikalien, die sich in der Natur praktisch nicht mehr abbauen. Wenn sich Stoffe in der Umwelt ansammeln, können sie sich auch in unserem Körper anreichern. Je höher die PFAS-Belastung im Blut, desto tiefer ist zum Beispiel auch die Wirkung einer Impfung. Jetzt zeigen Studien, wir haben das Problem unterschätzt. Was uns besonders besorgt, ist, dass wir in jedem Teilnehmer und jeder Teilnehmerin PFAS gefunden haben. Also würden Sie sagen, man könnte von einer Zeitbombe reden? Wenn man jetzt nichts tut, dann wird es immer mehr werden und dann kommen auch irgendwann gesundheitliche Effekte sicherlich. Jetzt bei PULS. Alltagsgift PFAS. Praktisch, aber gefährlich. Schon cool, oder? Es kann regnen, wie es will. In so Jacken bleibt man einfach trocken. Seit 70 Jahren verwendet die Industrie PFAS, unter anderem in so Outdoor-Jacken. Und das sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, Dreck, alles einfach so ein bisschen abperlt. Allerdings, die Frage stellt sich immer drängender. Was machen die Chemikalien eigentlich mit unserer Umwelt und vor allem mit unserer Gesundheit? Das sollte man nicht einatmen, die Dämpfe, die vom Ski aufsteigen. Wenn man diese Dämpfe den ganzen Tag lang einatmet, bekommt man Kopfschmerzen. Pierre Froidevaux ist ein bekannter Skiservice-Fachmann in Amateur- und Profikreisen. Selbst ein leidenschaftlicher Skifahrer, wächst er rund 6000 Paar Skier pro Saison. Früher haben wir einfach unsere Ski genommen und gewachst. Wir machten, was nötig war, damit sie gut gleiten. Wir dachten, wegen dem bisschen Wachsen werden wir sicher keine Probleme haben. Meinem Umfeld fiel dann aber auf, dass ich von Oktober bis April ständig hustete. Skiwachse, Lebensmittelverpackungen, Imprägnierungsmittel, Löschschaum, schmutzabweisende Textilien, Teflonpfannen und unzählige weitere Produkte haben eines gemeinsam. Diese vier Buchstaben, PFAS. PFAS, Abkürzung für per- und polyfluorierte Alkylverbindungen. Eine Gruppe von tausenden Substanzen, die dank ihrer vielfältigen Eigenschaften die Welt erobert haben. PFAS sind vermeintliche Wundersubstanzen. Es ist eine ähnliche Erfolgsgeschichte wie mit dem Asbest. Eine Substanzgruppe, die wir für verschiedenste Produkte verwenden können, mit vielen nützlichen Eigenschaften. Widerstandsfähig und günstig in der Herstellung. Damit haben die PFAS die Märkte erobert und man findet sie heute in unzähligen Artikeln. PFAS sucht man ursprünglich in der Natur vergebens, denn es sind menschengemachte, synthetische Molekülketten. Wegen ihrer äußerst stabilen Kohlenstoff-Fluor-Verbindung werden sie auch Ewigkeitschemikalien genannt. Sie sind wasser-, schmutz- und fettabweisend, halten aber auch extremen Temperaturen stand. Diese Eigenschaften machen sich auch die fluorhaltigen Skiwachse zunutze. Es geht einfach um die Geschwindigkeit beim Skifahren und um das Vergnügen. Hobbyfahrer lieben dieses Gefühl fast noch mehr als Rennfahrer. Wer diese Wachse einmal benutzt hat, liebt sie. Um die Wirkung von PFAS sichtbar zu machen, reicht ein simpler Test mit einem Wassertropfen. Dieser über die gesamte Länge gewachste Ski verfügt über einen kleinen Abschnitt, der mit fluoriertem Wachs behandelt wurde. Der Tropfen gleitet langsam über den Belag. Beim Kontakt mit dem fluorierten Wachs beschleunigt er dann erheblich.
Diese tollen Eigenschaften haben ihren Preis. PFAS sind äußerst widerstandsfähig. Gelangen sie in die Umwelt, bauen sie sich kaum ab und reichern sich an. Wenn sich Stoffe in der Umwelt ansammeln, besteht die Gefahr, dass sie sich auch in unserem Körper anreichern. Das hat mit ihrer Fähigkeit zu tun, sich in Böden, aber auch im Fett anzusammeln. Wir bestehen zu großen Teilen ebenfalls aus Fetten und Proteinen. Unser Körper ist also wie ein Speicher für solche Substanzen. Dass sich PFAS auch in unserem Körper ansammeln können, wurde lange Zeit ignoriert. Doch sind wir diesen Substanzen ständig ausgesetzt, so hat das Folgen für die Gesundheit. Wir Profis hören immer wieder Geschichten von Servicefachmännern, denen es leider gesundheitlich schlecht geht, wegen dem Wachsen. Das wurde zwar nie überprüft oder bestätigt, aber wir haben immer davon gehört. Der tägliche Kontakt mit Fluor kann wie Gift wirken. Inge Braten beispielsweise, ehemaliger Trainer des Schweizer Langlaufteams, starb an Krebs, nachdem er sein Leben lang Skia gewachst hat. Dass PFAS ungesund sind, weiß man eigentlich seit den späten 90ern. Seit der sogenannten Dog Waters Affäre, bei der ein Teil der Bevölkerung von West Virginia schlicht vergiftet wurde. Der Bundesstaat West Virginia hat der Firma DuPont die Genehmigung erteilt, ihr verschmutztes Abwasser in einen Bach einzuleiten, der hier durch zwei Farmen fließt. Ein Bauer schlug Alarm, als er sah, dass sich der Zustand der Kühe, die vom Wasser tranken, dramatisch verschlechterte. Verantwortlich dafür waren zwei Unternehmen, DuPont und 3M, Weltmarktführer in der Produktion von Teflon. Zur Herstellung des Teflons wurde ein bestimmtes PFAS verwendet, das sogenannte PFOA. Dieses wurde mit behördlicher Erlaubnis in den umliegenden Gewässern entsorgt. Die Verantwortlichen wussten aufgrund von Tierversuchen, dass PFOA giftig ist, setzten es aber dennoch in der Natur frei. Wann haben Sie zum ersten Mal von den Risiken erfahren? Als der Lieferant 3M Informationen über Ratten, die dieser Substanz ausgesetzt waren, an DuPont übermittelte. 3M. Die Testergebnisse von 3M wiesen darauf hin, dass in den Augen von ungeborenen Ratten, die PFOA ausgesetzt wurden, Geburtsfehler auftreten können. Richtig? Das ist richtig. Sie wussten also, dass für Frauen, die PFOA ausgesetzt sind, ein erhebliches Gesundheitsrisiko besteht und dass man die Frauen davor schützen muss, oder? Nein. Nein? Nein. Für die Frauen bestand kein Risiko. Laut der Studie bestand ein mögliches Risiko für die Föten. Das Unternehmen verheimlichte die Wahrheit vor seinen Mitarbeitenden. Manche wurden krank. Zwei Frauen brachten sogar Kinder mit Missbildungen zur Welt. So musste das Gesicht des kleinen Bucky Bailey in unzähligen Operationen rekonstruiert werden. Bis zu meinem 5. Lebensjahr wurde ich rund 30 Mal operiert. Heute, selbst Vater eines Kindes, ist das PFOA noch immer in seinem Blut vorhanden. Aufgedeckt wurde der Teflon-Skandal vom Anwalt Rob Billard. Im Zuge seiner Untersuchung wurde eine epidemiologische Studie durchgeführt. Dabei wurde das Blut von 70.000 Menschen analysiert, die mit PFOA verunreinigtes Trinkwasser konsumierten. Es zeigte sich, 2012 wurde der Zusammenhang zwischen dem verseuchten Trinkwasser und 6 Krankheiten bestätigt. Nierenkrebs, Hodenkrebs, chronische Darmentzündung, Erkrankungen der Schilddrüse, Bluthochdruck in der Schwangerschaft und erhöhte Cholesterinwerte. Seither ist die Fachwelt alarmiert. Studien häufen sich. Die Besorgnis wächst. Denn PFAS findet man mittlerweile überall in der Umwelt, auch in unserer Nahrungskette. Wir trinken sie, wir essen sie, wir atmen sie ein und sie reichern sich in unserem Organismus an. Denn PFAS binden an Proteine. Man findet sie deshalb in unserem Blut und in der Muttermilch.
In Liebefeld bei Bern befindet sich eines der wenigen öffentlichen Labore, das PFAS im Blut oder Nahrungsmitteln nachweisen kann. Denn die Analysen sind aufwendig. Dieses Labor hat eine Methode entwickelt, um bereits kleinste Mengen PFAS nachzuweisen. Es handelt sich eigentlich um eine einfache Analyse, die jedoch viele Vorsichtsmaßnahmen erfordert, um eine Verunreinigung zu vermeiden. Wir müssen alle Behälter und Geräte, die wir verwenden, testen, um sicherzustellen, dass sie nicht auch perfluorierte Substanzen enthalten. Doch der Aufwand lohnt sich. Es geht um unsere Gesundheit. Wir denken, dass wir vor allem über die Nahrung PFAS aufnehmen. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen misst denn auch die Belastung im Wasser oder in Fischen. Außerdem plant das Bundesamt für Gesundheit nun auch eine große Studie zur Erfassung der aktuellen Belastung in der Bevölkerung. Eine Machbarkeitsstudie für das erwähnte BAG-Projekt ist mittlerweile abgeschlossen. Blutproben von 789 Erwachsenen wurden unter anderem auch auf 30 Substanzen aus der Familie der PFAS untersucht. Die im letzten August veröffentlichten Ergebnisse zeigen, in allen Blutserumproben wurden PFAS gefunden. In 3,6% der Proben wurde ein für die Gesundheit relevanter Schwellenwert überschritten. Nun laufen beim BAG die Vorbereitungen, um das geplante Biomonitoring schweizweit bei 100.000 Personen durchzuführen. Ich bin beim Bundesamt für Gesundheit in der Nähe von Bern. Da treffe ich die Frau, die für die Umsetzung dieses ambitionierten Projekts verantwortlich ist. Davon geht's. Daniela Lager-Puls, freut mich. Wenn wir gerade hier. Ja, super. So. In dieser Studie, der Pilotstudie, hat man in jeder Blutprobe PFAS gefunden. Hat Sie das überrascht? Nee, überrascht hat mich das nicht, weil wir kennen von Nachbarländern und auch anderen industriellen Ländern ähnliche Werte. Die Schweiz bewegt sich da genau in dem Rahmen, den wir schon kennen. Nathalie von Götz ist Chemikerin und beim BAG zuständig für die Umsetzung der Schweizer Gesundheitsstudie. Sie verfolgt das Ziel, die Schadstoffbelastung in der breiten Bevölkerung zu erfassen. Wie interpretieren Sie denn die Ergebnisse der Pilotstudie? Ja, was uns schon besonders besorgt, muss ich sagen, ist, dass wir in jedem Teilnehmer und jeder Teilnehmerin PFAS gefunden haben. Das bedeutet, dass diese PFAS eben jetzt weit verbreitet in der Umwelt sind, dass sie auch in unsere Nahrungsmittel schon gelangt sind und dass wir eigentlich alle exponiert sind. Es gibt Tausende von PFAS. Untersucht hat man in der Pilotstudie gerade mal 30. Warum nicht mehr? Langt das? Diese 30 werden empfohlen durch die EU-Behörden für die Analyse in Lebensmitteln. Man bekommt da einen ersten Eindruck und das sind sicherlich auch die PFAS, die am häufigsten gefunden und verwendet werden. Aber Sie sagen selber schon, es gibt sehr, sehr viele andere. Und die Gefahr ist immer, wenn man eines verbietet, wird dann es ersetzt durch irgendeins, was man noch nicht kennt. Und dadurch, dass es so viele verschiedene Substanzen gibt, rennt man dem dann immer hinterher. Ja. Also würden Sie sagen, man könnte von einer Zeitbombe reden? Also wir kennen Quellen der PFAS und ich gebe Ihnen recht, dadurch, dass die PFAS nicht abgebaut werden oder sehr langsam abgebaut werden in der Umwelt, werden die sich anreichern. Und wenn man jetzt nichts tut, dann wird es immer mehr werden und dann kommen auch irgendwann gesundheitliche Effekte sicherlich. Sie waren ja grosse Studie, oder? Ein nationales Projekt, wo man 100.000 Leute mit einbezieht. Was sollen denn die Resultate von so einer gross angelegten Studie bringen? Wir erhoffen uns davon, Beziehungen rauszufinden zwischen Krankheiten, die die Leute haben, denn danach fragen wir unter anderem auch, dem Verhalten von den Leuten und möglicher Schadstoffbelastung oder auch möglichen anderen Biomarkern im Blut. Danke vielmals, Nathalie von Götz, für das Gespräch. Bitte schön. Momentan laufen Abklärungen über die rechtlichen Voraussetzungen und die Finanzierung. 2026 entscheidet dann der Bundesrat, ob es zu so einem gross angelegten Biomonitoring kommt. Das staattliche Labor La Berca in Nantes ist auf die Untersuchung von Schadstoffen in Lebensmitteln spezialisiert.
Es dient als Referenzlabor für die europäische Gesetzgebung. Laut hier durchgeführten Studien stammen 80% der PFAS, die im menschlichen Organismus gefunden werden, aus der Nahrung, hauptsächlich aus dem Trinkwasser, aus Eiern und Fisch. Doch was bedeutet das für unsere Gesundheit? In Nantes will man mögliche Auswirkungen nicht weiter unterschätzen. Bis vor kurzem betrachteten die Gesundheitsbehörden die Belastung der Bevölkerung durch PFAS als unbedenklich. Denn die Belastung war unterhalb der toxikologischen Referenzwerte. Deshalb boten die von uns beschriebenen Risiken keinen Anlass zu besonderer Besorgnis. Neue toxikologische Studien zeigen jetzt aber gesundheitliche Auswirkungen, die besorgniserregender sind als bisher angenommen. Das bringt die Risikoeinschätzung nun ein wenig durcheinander. Studien weisen denn auch auf eine ganze Reihe von möglichen gesundheitlichen Schäden hin. Dabei gibt es die vermuteten Risiken wie für Brustkrebs, Verzögerung der Schwangerschaft, entzündliche Darmerkrankungen, Bluthochdruck in der Schwangerschaft und ein erhöhtes Risiko für Fehlgeburten. Zudem weisen Studien auf erhöhte Risiken hin, wie für Schilddrüsenerkrankungen, erhöhter Cholesterinspiegel, Leberschäden, Nierenkrebs und Hodenkrebs. Und die Gefährdung nimmt für Kinder sogar noch zu. Aufgrund ihres geringeren Körpergewichts sind sie höheren Konzentrationen ausgesetzt, als Säugling vor allem durch die Muttermilch. Wir wissen, dass PFAS aus dem Körper der Mutter in die Muttermilch gelangen und so dann in den Körper des Säuglings. Je länger gestillt wird, also wenn die Stillzeit 4 Monate signifikant übersteigt bis hin zu 12 Monaten, desto höher ist die Dosis, die das Kind aufnimmt. Besteht ein echtes Risiko für das Kind? Das ist schwer zu sagen. Das Einzige, was wir sehen, ist eine erhöhte Belastung während einiger Monate bis zum Alter von 2-3 Jahren. Danach gleichen sich die Werte den von ungestillten Kindern an. Fachleute betonen denn auch, dass Muttermilch trotz der PFAS-Problematik die am besten geeignete Nahrung für das Neugeborene bleibt. Obwohl Studien sogar für das ungeborene Kind Risiken beschreiben, denn über die Nabelschnur kann der Fötus bereits PFAS aufnehmen. So gibt es auch hier vermutete Risiken, wie für Übergewicht, vorzeitiger Beginn der Pubertät, verringerte Spermienqualität. Zudem beschreiben Studien erhöhte Risiken, wie für verzögerte Brustentwicklung, geringeres Geburtsgewicht, verringerte Reaktion auf Impfungen. In einer Studie haben sie Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren untersucht. Sie haben die Belastung mit PFAS im Blut gemessen und mit der Anzahl Antikörper verglichen, die die Kinder nach einer Impfung bildeten. Dabei zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Höhe der PFAS-Belastung und einem Rückgang der Anzahl Antikörper, also der Wirksamkeit der Impfung. Aufgrund solcher Erkenntnisse berechnete die Europäische Agentur für Lebensmittelsicherheit eine tolerierbare wöchentliche Aufnahmedosis für PFAS. Diese ist mit 4,4 Nanogramm bzw. 4,4 Milliardstel Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Woche extrem niedrig. Davon abgeleitet gelten in der EU seit Anfang 2023 für 4 bekannte PFAS Höchstwerte in Lebensmittel. Und zwar für Eier, Fisch, Muscheln, Krustentiere und Fleisch. Diese Höchstwerte gelten mit Übergangsfristen seit diesem Februar auch in der Schweiz. Diese regulatorischen Grenzwerte basieren zum Teil auf der von der EU berechneten tolerierbaren wöchentlichen Aufnahmemenge. Diese Grenzwerte berücksichtigen aber auch die realen Handlungsmöglichkeiten der Hersteller, damit nicht von einem Tag auf den anderen die Hälfte dieser Lebensmittel nicht mehr gesetzeskonform sind. Deshalb braucht die Umsetzung Zeit und geht Schritt für Schritt hin zu tieferen Grenzwerten.
In der Zwischenzeit arbeiten Wissenschaftler intensiv daran, PFAS in anderen Konsumgütern zu identifizieren. Philipp Favreau arbeitet für den Kanton Genf. Seine Aufgabe ist es, in Produkten die wenigen PFAS aufzuspüren, die bereits verboten sind. Es gibt ein paar Dutzend PFAS, die wir gut kennen und die reglementiert sind. Wir schätzen aber, dass 4.000 bis 5.000 verschiedene PFAS verwendet werden. Wir sehen hier also nur die Spitze des Eisbergs. Es ist deshalb dringend nötig, auch nach den Substanzen zu suchen, die wir noch kaum kennen. Mangelt es an Transparenz seitens der Unternehmen? Es mangelt tatsächlich an Transparenz. Es gibt keine Deklarationspflicht wegen des Fabrikationsgeheimnisses. Alles, was wir kennen, können wir auch einfach und schnell nachweisen. So beispielsweise die PFOS oder die PFOA, die reglementiert sind. Fehlt hingegen ein solcher Referenzwert, dann wird es äußerst schwierig, eine solche Verbindung zu identifizieren. Was für die Fachleute gilt, gilt auch für die Konsumenten. Ich bin gepostet und habe hier alle Sachen dabei, die möglicherweise PFAS drin haben. Zusammengestellt hat mit Einkaufsliste eine Forscherin von der ETH Zürich. Sie ist diesen ewigen Chemikalien in unseren Gebrauchsgütern auf der Spur. Mit dem Einkauf will mit Juliane Glücke zeigen, wie breit die PFAS eingesetzt werden. Im Alltag verwenden wir die unterschiedlichsten Produkte, ohne dass uns bewusst ist, dass es da vielleicht ewige Chemikalien drin hat. Juliane Glücke, ich bin mit deiner Liste gepostet und muss sagen, also ich bin zum Teil echt schockiert, was die PFAS überall drin hat oder möglicherweise drin hat. Du bist wahrscheinlich so abgerührt, dich überrascht nichts mehr, oder? Doch, die Kosmetikartikel haben mich schon noch überrascht. Und zum Teil auch die Farben, weil man die ja wirklich in großen Mengen verwendet. Ja, also so Wandfarben und so. Wandfarbe, ja. Ja. Dass es dort zum Teil auch PFAS drin hat, das hat mich selber sehr überrascht. Ja. Juliane Glüge ist Umweltwissenschaftlerin an der ETH Zürich. Dort erforscht sie langlebige organische Schadstoffe und deren Risiken für die Umwelt und den Menschen. Sie hat in einem vielbeachteten Übersichtsartikel über 200 Anwendungen von PFAS beschrieben, die bisher noch kaum bekannt waren. Also, Juliane, fangen wir doch an mit dem. Ich meine, das ist so durch die Presse schon vor x Jahren, das weiss man, oder? Teflonpfannen sind das Problem. Ah ja, bei der Pfanne, sie ist noch PTFE-beschichtet, steht drauf, PTFE mit Haftbeschichtung. Mhm. Es gibt auch gusseiserne Pfannen ohne PTFE-Haftbeschichtung. Mhm. Und es gibt welche aus Keramik. Ich selber habe auch Eisenpfannen, die funktionieren auch super. PTFE, sobald das steht, wenn man es kann, umtriebeln, besser nicht. Absolut. Jetzt haben wir meine Outdoor-Jacke, wo ich weiss, alles, was Fett und Feuchtigkeit und so daran abhält, könnte drin haben. Kann ich sagen, ich kaufe eine Jacke, die es nicht drin hat und sie dafür gut imprägnieren. Dann kann ich diesen Stoff auch auslassen, oder? Wenn wir jetzt hier schauen, in dem Fall weiß man nicht, ob es PFAS drin hat oder nicht. Es steht nichts drauf. Es hat leider auch kein Label drauf. Es gibt aber inzwischen Imprägnierstrays, wo es drauf steht, PFC-frei. Und dann hat man die Wahl, möchte ich eins kaufen, was gelabelt ist oder nicht. Aber du sagst also, in vielen Imprägniersprays muss man davon ausgehen, dass die auch immer noch drin haben. Die können noch drin sein, das ist richtig. Ja, und da steht es eben nicht einmal. Also ich als Konsumentin habe eigentlich keine Chance, um das herauszufinden. Und jetzt sind wir auch wieder bei so etwas, wo ich... Was hat sie mit Duschschlauch zu suchen? Kannst du mir das sagen? Hier werden sie in der Herstellung verwendet. Das heißt, das ist Plastik, was verchromt wurde. Mhm. Und diese großen Bäder, wo das verchromt wird, da sind halt Arbeiter rundherum und sie wollen diesen Dämpfe nicht einatmen. Zum Schutz von der Arbeiter und dann wurde PFAS, die Schicht rein. Genau, dann wurde PFAS hinzugefügt in die Bäder, damit das Chrom 6 nicht verdampft. Ja, sag mal, die Becher, das sind ja Kartonbecher, da soll es PFAS drin haben. Ja, aber du möchtest halt nicht, dass dein heißer Kaffee oder irgendwas noch Schocki, dass es vielleicht durchweicht nach einer Weile. Mhm. Und deswegen sind sie oft mit PFAS imprägniert. Und Pizzakartonverpackungen oder überall, wo man vor allen Dingen viel fettige Stoffe auch drin hat, da sind Lebensmittelverpackungen oft mit PFAS imprägniert.
Von der wiederverwendbaren Bachunterlage. Ah, schau mal, hier steht gerade PTFE. Über Öl für die Velokette bis hin zur Zahnseide. Alles Produkte, wo PFAS drin sein. Das ist gemeint, dass man sie ins Maul nimmt. Und da soll es auch zum Teil gefunden worden sein. Sie sollen dafür sorgen, dass man es einfacher rein- und rausnehmen kann, dass die Reibung geringer ist. Aber so reibt man sich eben auch in die Zahnspalte und so kommt es eben auch im Magen. Könnte sein. Ist anzunehmen. Ja. So, und jetzt kommen wir zu dem, was mich wirklich erschüttert hat, weil ich es nicht gedacht hätte. Fangen wir mal an mit Shampoo und Conditioner, oder? Im Conditioner hat es PFAS drin, nicht im Ernst. Es gibt Studien, die haben es gefunden. Es ist aber ganz wichtig zu sagen, die Produkte, die wir haben, ja, die müssen nicht unbedingt PFAS enthalten. Also es muss nicht zwingend in denen sein, aber genau, es gibt Conditioner. Genau, das hat man gefunden. Und es gibt gerade eine relativ neue Studie noch. Da haben sie 230 Produkte untersucht, von Conditioner bis zu Shampoo und alle anderen verschiedenen Kosmetikartikel. Und ja, so in 30-60% der Artikel haben sie auch PFAS gefunden. Zum Beispiel auch im Lippenstift, im Eyeliner oder in der Tagescreme. PFAS können noch in ganz vielen anderen Produkten drin sein. Nur steht es kaum noch immer drauf. Als Konsumentin hat man so fast keine Möglichkeit, PFAS in Produkten zu erkennen. Darum wäre eine umfassende Reglementierung wichtig. Dass die sogenannten ewigen Chemikalien in vielen unserer Produkte schädlich für die Umwelt und unsere Gesundheit sind, das wurde inzwischen erkannt. Und wenige, besonders giftige Untergruppen hat der Gesetzgeber auch schon verboten, wie beispielsweise das sogenannte PFOS, das früher im Löschschaum verwendet wurde. Nur ist das Problem mit einem Verbot allein nicht gelöst. In der Schweiz sind viele Übungsplätze der Feuerwehr kontaminiert. Das Wallis schlug als einer der ersten Kantone Alarm. Das ehemalige Schulungsgelände der Firma Lonza in Visp ist mit am stärksten betroffen. Auf 18.000 Quadratmetern trainierten hier Feuerwehrleute aus der ganzen Schweiz jahrelang mit PFOS-haltigem Löschschaum. Zwischen etwa 1988 und 1997 wurden an diesem Standort PFAS-haltige Löschschäume eingesetzt. PFAS haben den Vorteil, dass sie auf der Oberfläche des Schaums einen Film bilden, der verhindert, dass Sauerstoff aus der Luft eindringt und den Brand befeuert. Und dieser Film ist dank der PFAS sehr stabil. Leider ist diese Stabilität heutzutage das große Problem. PFAS reichern sich in Böden, in der Umwelt und letztendlich auch in Lebewesen an. Und viele dieser PFAS gelten als giftig. Wie stark wird hier der Grenzwert überschritten? Unmittelbar flussabwärts, also direkt an der roten Barriere dort drüben, wird der Grenzwert teilweise um den Faktor 100 überschritten. Das Gelände muss dringend saniert werden. Auf der Hälfte der Fläche wurde der Boden bereits bis zu einer Tiefe von 5 Metern abgetragen. Die Erde wurde dann in Österreich in speziellen Öfen bei über 1000 Grad erhitzt, um die PFAS zu zerstören. In der zweiten Phase wird nun zusätzlich auch noch das stark kontaminierte Grundwasser aufbereitet. Hier sind wir in der Halle für die Aufbereitung des Grundwassers. Das kontaminierte Grundwasser wird in diese Halle gepumpt. Es durchläuft zuerst diese Sandfilter, um es von Rückständen zu befreien. Und danach passiert das Wasser diese drei Aktivkohlefilter da hinten. Die Aktivkohle filtert dann die PFAS raus. Danach ist das Wasser sauber und kann wieder ins Wassernetz der Fabrik eingespeist werden. Die PFAS wieder loszuwerden ist nicht einfach. Das stimmt. Es ist ein komplexer Prozess, bei dem man viel Aktivkohle braucht, um relativ wenig PFAS aus dem Wasser zu filtern. Wir denken, dass wir das Wasser während 5 bis 10 Jahren auf diese Weise aufbereiten müssen. Lonza rechnet mit Kosten von 25 Millionen Franken. Doch wie sollen hier in Zukunft Brände gelöscht werden ohne die PFOS-haltigen Löschschäume? Die Löschschäume fürs Training sind schon heute frei von PFAS.
Im Ernstfall kommen jedoch weiterhin PFAS-haltige Schäume zum Einsatz. Einfach ohne das verbotene PFOS. Also andere Moleküle. Andere Verbindungen, ja. Bis auf wenige Ausnahmen sind die allermeisten PFAS-Varianten gesetzlich noch nicht reguliert. Es ist für die Industrie also ein leichtes, auf eine Untergruppe von PFAS umzuschwenken. Hier haben wir die chemische Struktur von PFOS, der Perfluoroctansulfonsäure. Hier sehen Sie die schwarzen Kohlenstoffatome mit den weißen Fluoratomen und hier die Sulfonsäurefunktion. Man kann ein solches Molekül nun auf zwei Arten abändern. Entweder man reduziert einfach die Anzahl der Kohlenstoffatome, die die Fluoratome tragen, oder man ersetzt die Sulfonsäuregruppe durch eine andere funktionelle Gruppe. Und schon haben wir eine, in Anführungszeichen, neue Substanz. Da die althergebrachten PFAS-Moleküle zunehmend verboten werden, hat die Industrie kurzerhand kurzkettige Moleküle mit weniger Kohlenstoffatomen entwickelt. Es gibt diese Praxis, ein Molekül einfach ein wenig abzuändern. Aus reglementarischer Sicht handelt es sich dann um eine neue Substanz. Die Substanz behält die gleichen Eigenschaften, also kann man annehmen, dass sie auch eine ähnliche Toxizität aufweist. Aus ethischer Sicht kann ich ein solches Vorgehen nur schwer verstehen. Aber es geschieht häufig. Wir sehen das jetzt bei den PFAS. Wir sehen dieses Vorgehen beim Bisphenol. Man ändert eine Kleinigkeit und sagt, es ist nicht Bisphenol A, sondern Bisphenol S. Es ist kein langkettiges PFAS, sondern ein kurzkettiges. Es hat weniger Fluoratome. Wir haben es ersetzt durch Chlor. Aber es bleibt die gleiche Substanzgruppe mit den gleichen Eigenschaften. Wir verschwenden Zeit. Stellt sich die Frage, wer den Kampf gewinnen wird? Unsere Gesundheit oder die Interessen der Wirtschaft? Die EU, immerhin, denkt derzeit über ein grundsätzliches Verbot von PFAS nach. Der internationale Skiverband FIS hat auf diese Saison hin fluorhaltige Wachse im Rennsport bereits verboten. Für Hobbyfahrer sind die fluorierten Wachse jedoch noch immer frei erhältlich. Es gibt die schwach fluorierten Wachse und die stark fluorierten. Diese werden mit HF bezeichnet. Es ist mit keinem Warnhinweis versehen. Ich kann dieses Wachs jedem verkaufen, der es für seine Ski verwenden möchte. Machen Sie sich heute wegen all den eingeatmeten Dämpfen Sorgen? Im Moment beunruhigt mich das nicht. Ich schütze mich jetzt ja. Aber welche Konsequenzen es schlussendlich hat, werden wir erst im Alter sehen. Ewigkeitschemikalien PFAS. Noch sind sie in unserem Alltag allgegenwärtig. Doch es wird zunehmend schwieriger, die ökologischen und gesundheitlichen Risiken von PFAS zu ignorieren. Juliane Glügge, wir haben es gehört, die EU will ein Verbot, oder? Überlegt sich das, arbeitet daran, Vernehmlassung und so. Wann ist das so weit? Wie weit ist man da? Also es gibt zwei Optionen, die auf dem Tisch liegen. Ja. Eine ist ein Verbot ohne Ausnahmen. Mhm. Das wird aber nicht groß diskutiert. Es wird ein Verbot mit Ausnahmen, also eine Beschränkung geben, sozusagen. Und jetzt ist natürlich die Frage, welche Beschränkungen, welche Ausnahmen wird es definiert geben. Gehen wir auf den Zeitplan. Wenn die EU das bestimmt hat, wird die Schweiz nachziehen. Mit was rechnet sie? Ja, das ist bis jetzt so gewesen, dass die Schweizer Chemikalienregulierung der EU folgt. Ich gehe davon stark aus, dass auch hier der Fall sein wird. Juliane Glügge, bis wann können wir dann mit einem Verbot rechnen? Also wann kann das frühestens greifen? Ich denke, vor 2027 werden wir bestimmt kein Verbot haben. Es ist einfach noch zu viel Diskussion, die noch geführt werden müssen und die aber auch sehr wichtig sind. Wenn ihr weitere Informationen wollt zum Thema PFAS, das findet ihr in diesen Sendungen. Und alles Mögliche zum Thema Gesundheit, das euch interessieren könnte, das findet ihr auf Play SRF. Merci vielmals, sind ihr dabei gewesen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, bleibt gesund.